Hallo, heute lese ich euch aus Sibylle Bergs Buch Grime vor. Und ich bin schon auf Seite 140 und fange jetzt da mal an, wo der Name Karren in Fett steht. Karren. Eine vollkommen neue Weltordnung steht uns bevor, sagte Hannah gerade in die Kamera, und Karren bekam richtig schlechte Laune. Wenn jetzt Comicfiguren die Welt erklären, dann konnte sie ja auch gleich nach Hause gehen. Was meinst du damit? Fragte Karin. Mit der Neuordnung? Spielst du auf die Rolle des Vatikans an? Da wird doch aus der Offenbarung des Johannes herausgelesen, dass in der Endzeit das Heilige Römische Reich wieder ersteht. Eine arrangierte Apokalypse, in der die Katholiken als neue Weltmacht übrig bleiben, ist mal eine Idee. Apropos, wusstet ihr, dass es jetzt Drohnen gibt, die kleiner sind als eine Handinnenfläche? Sie platzieren eine minimale Sprengladung an der Stirn des Zielobjekts und schalten es aus. Oh Mann, das sind doch Märchen, sagte Don, und nein, flüsterte MI5 Pete. Aber vermutlich hatte Karen einfach schlechte Laune an jedem Nachmittag. Sie hatte jetzt zunehmend Launen, war nervös und aufgekratzt und niedergeschlagen und wütend, und das alles im Minutenrhythmus wechselnd, und Karin wusste, was das bedeutete. Es ging los. Ich muss los, sagte sie, denn sie ertrug die anderen oder sich nicht mehr und ging nach Hause. Naja, dahin, wo sie wohnte, zu den Hochhäusern, die kleinen Balkone, auf denen natürlich wegen des ständigen Regens nie einer saß oder grillte. Was auch, das eigene Bein? Also die kleinen Balkone voller arme Leutematratzen und Schränke, was man als Loser ebenso an Zeug brauchte. Der Hauseingang vollgeschmiert, muffig riechend, ob all des schlechten Essens, das hier gekocht wurde, ein hoher Lärmpegel, irgendwelche Leute schrien sich immer an, irgendwelche Kinder heulten immer, irgendwas war immer los, der Lift ist fast ständig kaputt, und wenn nicht, klingt er, als ob er seine letzte Fahrt schon hinter sich hätte. Die Wohnung lag erfreulich leer am späten Nachmittag. Draußen vor den Fenstern eine gute Sicht aus dem 12. Stock. Die Sonne hing hinter den Wolken, hinter Wolkenfetzen. Auf den Straßen irrten ein paar traurige Autos herum. Unten vor den Häusern gelangweilte Jungs. Für einen Moment war Karin glücklich. Denn ihr Leben würde hier nicht stattfinden. Nach dem Studium würde sie in die USA gehen oder nach Israel. Aber erst einmal musste sie ihre Adoleszenz überstehen. Es war an der Zeit, von ihrem alten Ich Abschied zu nehmen und eine Pause in ihrer intellektuellen Entwicklung einzulegen. Die Hormone erzeugten in ihrem Ohr ein Dauergeräusch, und sie wusste, was das bedeutete. Karin, immer noch Musterschülerin und Bio-Nerd, Karin, die künftige Stipendiantin, wusste, dass sich ihr Körper nun auf die Fortpflanzung vorbereitete und ihr Hirn bald unbrauchbar würde. Zu Devlin packte sie ihre Biologiefachbücher und Mikroskope, die sie von der Schule entliehen hatte, zusammen mit ihrem Verstand unter ihr Bett und versprach, bald zurückzukommen. Dann glaubte sie zu spüren, wie ihr Gehirn durch eine Masse ersetzt wurde, die aus absoluter Blödheit bestand. Nachdem das erfolgt war, probierte Karen ihre spärliche Garderobe, prüfte sie auf sogenannte Sexiness, versuchte Make-up und neue Frisuren. Herzlich willkommen in der Welt des sexuellen Schwachsinns, waren die letzten vernünftigen Worte, die Karin von sich hörte. In dem Jahr, in dem die künstliche Intelligenz die ersten Schritte in ihre eigene tapsige Kreativität unternahm, verlor die Menschheit ein weiteres denkendes Mitglied. Wenig später begann für Karin das normale Elend junger Menschen. Der Übergang von einem Kind zu einem erwachsenen Arschloch war eingeleitet und äußerte sich in schlechter Laune. Was verständlich ist, wenn man weiß, was da bald aus reizenden Kindern wachsen wird. Karin machte, was pubertierende Mädchen ebenso machen: Onanieren, Pornos anschauen, Jungs auf Facebook stalken. Sie betrachtete selbst die beiden Vollidioten, die ihre Brüder waren, sorgfältig. Na ja, den einen. Sie sah Jungs in der Schule und vor der Schule. Sie sah sie in der Hauptstraße vor den Wettbüros herumhängen. Sie sah sie, wenn sie die Augen schloss. Und wenn sie schlief. Karin wollte sich nicht für etwas interessieren, das ihr intellektuell unterlegen war. Und dennoch war sie machtlos dagegen, zwanghaft auf Hintern, Nacken und Beine zu starren.
was zu keinen Resultaten führte. Keine Interaktion fand statt, denn die Jungs in ihrem Alter nahmen Karin nicht als sexuell verwertbares Wesen wahr. Karin war der Streber-Albino, die mit der Brille und den roten Augen. Anders als in ihrer Zeit als denkendes Wesen, ging Karin nun nach der Schule nicht direkt nach Hause, um zu lesen, sondern sie zeigte ein großes Interesse an den Auslagen der Sozialkaufhäuser in der Fußgängerzone. Also da, wo ansehnliche Gruppen junger Männer herumstanden und nach irgendetwas suchten, das ihre innere Erregung in etwas Produktives wie Ficken oder jemanden verprügeln transformierte. Es kam nie zu einem Kontakt zwischen Karin und diesen Jungs. Selbst wenn sich einer für sie interessiert hätte, wäre es für ihn aus Gründen des Gesichtsverlustes unmöglich gewesen, mit Karin in eine Beziehung zu treten. Karin war in der männlichen Schwarmintelligenz das Letzte vor der Begattung einer englischen Bulldog. Angesprochen wurde sie schließlich, als sie eines Tages wieder nach Hause wollte. Also wollte ist falsch. Irgendwie nach Hause musste, weil da ihr Bett stand. Ein junger, gut aussehender Mann, der vermutlich pakistanische Wurzeln hatte. Die Pakistanis waren nicht unbedingt die beliebteste Bevölkerungsgruppe im Vereinigten Königreich. Sie hatten ihre eigenen Viertel, ihre eigenen Gangs, ihre eigenen Regeln und es gab kaum etwas, was man mit ihnen zu tun hatte, außer man brauchte einen Laster oder ein Taxi, Drogen, Nutten oder billiges Gemüse. Die Pakistanis waren zu viele. Kein Mensch ist auf die Erkenntnis vorbereitet, sich die Welt mit Milliarden anderer teilen zu müssen. Das ist zu viel Information. Das wirft Fragen auf wie: Bin ich eventuell nicht einmalig? Was wollen die alle auf meinem Planeten? Solange die Milliarden alle korrekt entfernt in ihren Ländern vor sich hinlebten, war das noch in Ordnung. Man konnte im Fernsehen teilnahmslos beobachten, wie Personen in weit entfernten Ländern einander in Stücke schnitten oder anderweitig starben. Das war der Moment, in dem man Bier holen ging. Aber jetzt waren sie da, hier, gegenüber, vor Ort. Sie kamen mit Bussen und Booten, Flugzeugen, zu Fuß und geschwommen und viele hatten das Gefühl, dass sich Millionen Dunkelhäutiger gleichzeitig an einem Rand der Insel festhielten, um ihren Körper an Land zu schwingen. Es war die Zeit, in der viele ältere Männer begannen, vor dem Islam und den Flüchtlingen vor der Überfremdung zu warnen. Und Artikel und sie schrieben Bücher, die sich hervorragend verkauften, und Artikel und gründeten Bewegungen, und die Leute, also Leute, die vorher nie darüber nachgedacht hatten, warum es immer regnete, fanden eine Erklärung und begannen, die Pakis und die anderen, also einfach die Muslims, mit gelinden Vorbehalten zu betrachten, was Karin nicht wunderte. Der Mensch war nicht in der Lage, für große Gruppen Fremder Mitgefühl zu entwickeln, Anteilnahme, die über jene, mit denen man verwandt und befreundet war, hinausging, beschränkte sich bestenfalls auf Einzelpersonen, die gut aussahen oder traurig in Kameras blickten. »Hey, warte mal«, sagte der Pakistani. Er griff nach Karins Arm. Der Arm schmolz. Der junge Mann stand dicht vor ihr. Er war groß und schlank, mit breiten Schultern, einem weißen Hemd, unter dem eine glatte Brust zu erkennen war. Seine Haare waren halblang und fast blauschwarz. Er trug eine sehr enge schwarze Jeans. Karin sagte nichts. Was auch. Der Wahnsinn flutete ihre Sprache.